Meine sehr geehrten Damen und Herren, werte Bürgerinnen und Bürger, liebe Gäste, ja, ein vollgefüllter Kursaal, etwas anders als sonst, mit viel Platz dazwischen, aber von vorne bis hinten gefüllt. Wer kann das schon sagen in heutigen turbulenten Corona-Krisenzeiten? Herzlich willkommen. Wozu eigentlich? Zu einer Bürgerinformationsveranstaltung, nicht zum Auftakt, denn wir hatten den schon, aber zu einem Zwischenschritt auf dem Weg zu einer Stadtentwicklung, die wir gestalten wollen. Und das haben wir uns fest vorgenommen, gemeinsam mit unseren Bürgerinnen und Bürgern. Sie als die Mitwirkenden, als die Impulsgeber, Sie sind diejenigen, die, wie wir von der Verwaltung, vom Gemeinderat, von all den Menschen, die hauptamtlich und ehrenamtlich in dieser Stadt leben, für sie arbeiten, uns über unsere Zukunft Gedanken machen wollen. Deswegen herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung. Und Premiere, Sie sehen viel Technik aufgebaut. Ja, wir streamen, wir sind live im Internet und vielleicht bekommen wir von den Zuhörerinnen und Zuschauern da draußen, die ich auch gerne hoffentlich millionenfach begrüßen darf, im Lauf des Abends Rückmeldungen, weil auch von dort gibt es die Chance, teilzunehmen, hier Impulse reinzugeben, die dann von der Moderation des Abends aufgegriffen werden und in Form von Fragen oder Beiträgen dann an den passenden Stellen mit in unsere Diskussion hineinkommen. Ziel und Chancen eines Stadtentwicklungskonzepts, schreckliche Abkürzung STEK oder STEK. Ja, was ist das? Es geht darum, dass wir unsere Stadt, dass wir unsere Teilorte fit machen für die Zukunft. Nur, was ist es? Letztendlich, meine Damen und Herren, geht es immer ums Gleiche. Wir leben hier, mein Pressechef würde sagen, im Hier und Jetzt. Das bringt es nämlich genau auf den Punkt. Und wir wollen hier wohnen, wir wollen hier arbeiten. Einige von uns sind hier als Gäste, Kurgäste, wollen sich hier erholen. Und das tun wir in einer Umgebung, in die wir entweder hineingeboren sind oder für die wir uns entschieden haben, als Lebensraum, als Urlaubsraum, als Gast in der Kur, in der aktiven Freizeit. Und deswegen sind wir an den sogenannten Basispunkten des Lebens, wenn wir von Stadtentwicklung reden. Es geht darum, wie ist die Landschaft zusammengesetzt, in der wir uns befinden. Wir brauchen Wasser, das lebensnotwendige Element. Es geht also immer um Wasser und Gewässer. Es geht aber um die Bebauung. Wir wollen wohnen. Wenn wir einen Arbeitsplatz brauchen, braucht ihr vielleicht auch mal bei Regen ein Dach über dem Kopf. Das heißt, wir sind eingebunden in diese Landschaft mit all den Dingen, die wir als Menschen erschaffen. Es geht aber auch um unsere Mobilität, um unsere Bewegung. Es geht um den Verkehr. Wie bewegen wir uns? Und dann sind wir in all den Themen der Funktionen. Welche Quartiere haben wir in einer Stadt, in dieser Raumschaft, in den Teilorten? Welche Funktionen sollen da sein, dürfen da sein? Oder welche möchten wir dort noch schaffen? Wie sieht es mit Versorgung aus? Wir reden von Dienstleistung, wir reden von Bildung und die Erwachsenen unter uns reden von der Wiege bis zur Bahre und so weiter. Das heißt, es geht um viele Themen, die alle eines betreffen, unser eigentliches Leben. Und deswegen, wenn wir über Heimat reden, wenn wir über Stadtentwicklung reden, reden wir immer über diese eine zentrale Frage, wie geht es uns Menschen, die wir hier sind? Und wenn wir dann Zukunft gestalten wollen, was heißt das? Wir möchten in 10, in 20, in 30 Jahren hier genauso leben können, gut leben können, unsere Lebensumgebung attraktiv finden. Das ist für mich ein sehr zentraler Punkt, weil wenn wir uns nicht attraktiv finden, dann gehen wir nämlich weg und leben irgendwo anders. Auch das ist aus meiner Sicht ein ganz zentraler Punkt. Letztendlich, wir wollen uns wohlfühlen, da wir leben. Und Stadtentwicklung ist aus meiner Sicht eben auch ein Wohlfühlprogramm für die Zukunft, die wir gestalten wollen, jetzt für uns, aber auch für unsere Nachkommen. Ziele und Chancen eines Stadtentwicklungskonzepts. Ich habe ein paar Stichworte gegeben und Sie merken, wir stecken da mittendrin. Ja, aber wenn wir nun dieses Stadtentwicklungskonzept erarbeiten, was ist es dann? Ich will es auf den Punkt bringen, es soll eine freiwillige Verpflichtung sein von uns, den Verantwortlichen, ihren Gemeinderäten, Ortschaftsräten, ihrer Verwaltung mit dem Oberbürgermeister vorne dran, aber auch von uns, den Bürgerinnen und Bürgern, dass wir eine Art gemeinsame Richtschnur haben, an die wir uns halten wollen, wenn aus dem Füllhorn von 1000 Möglichkeiten wir jeweils die auswählen, die wir gemeinsam für wichtig halten, um unsere Stadt, unsere Ortschaften, unsere Landschaften, das liebliche Taubertal, die romantische Straße voranzubringen. Ja,
Und dass Stadtentwicklung viele Facetten hat, erleben Sie diese Tage ganz besonders. Am Montag kommt die Kommission des Landes, um unsere Bewerbung zur Landesgartenschau offiziell zu bewerten, vor Ort anzuschauen. Und die Landesgartenschau-Bewerbung ist natürlich ein ganz zentraler Punkt einer Stadtentwicklung, weil dort sehr viele Themen aus den Bereichen Klima, Umweltschutz, Landschaftsgestaltung, Begrünung der Stadt, frische Luft reinbringen, das Wasser verbessern, Wege für Fußgänger, für Radfahrer kürzer machen, die Stadt wieder für die Menschen erlebbar machen, eine ganz große, eine zentrale Rolle spielen. Und das Einzige, was schade ist, wir dürfen nur in einer ganz kleinen Gruppe mit 8 Personen Gastgeber sein. Sie alle können uns die Daumen drücken, aber werden es nur aus der Ferne erleben. Corona auch hier sichtbar bei der Frage, wie wir nun das bürgerliche Engagement und auch die geforderte Bürgerbeteiligung in solchen Zeiten umsetzen. Denn diese Forderung nach Bürgerbeteiligung ist ein Bestandteil aller Förderprogramme, in die wir hineinkommen wollen, mit Stadtsanierungsprogrammen, aber auch mit allen anderen Themen. Wenn Sie sowas anstellen wollen, dann holen Sie sich am besten eine gute Begleitung ins Haus. Diese Begleitung, die haben wir gefunden in der Steg. Die Steg ist eine Einrichtung mit Hauptsitz in Stuttgart, die im ganzen Land Städten und Kommunen hilft, Stadtentwicklung voranzutreiben. Deswegen begrüße ich ganz herzlich bei uns zunächst mal als Moderator des heutigen Abends den Dr. Thomas Vohl, den haben Sie vorher schon gesehen, der wird uns nachher von vorne zu Gesicht stehen. Ich begrüße aber mit ihm die Frau Leonie Franzen und Ulrike Datan, das sind die beiden der charmanten Damen, die auch schon viele unserer Ortsvorsteher und Mitglieder des Gemeinderats und der Ortschaften kennengelernt haben, weil sie nicht nur in den letzten Jahren ab und zu bei uns waren, wenn es um Stadtentwicklungsprojekte ging, sondern wir haben schon als Auftakt für die heutige Veranstaltung in allen Ortschaften eine Teilbegehung vorgenommen. Wir waren 2 Tage draußen unterwegs in unseren Ortschaften und wir waren unterwegs in der Kernstadt, nicht nur in der historischen, sondern auch wirklich in den einzelnen Stadtteilen, die zu Bad Mergentheim gehören. Das heißt, eine erste gewisse Grundlage an Information ist geflossen. Und heute in dieser Bürgerveranstaltung möchten wir Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, mal primär mitnehmen, wo stehen wir gerade und welche Themen möchten wir mit Ihnen gemeinsam bearbeiten, wenn wir darüber sprechen, Stadtentwicklung betreiben zu wollen. Es geht darum, wie machen wir das, welche Prozesse, welche Zeitschienen, welche Arbeitsmittel sind da im Einsatz, damit Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, ein bisschen sensibilisiert werden für die Themen. Und ich verspreche Ihnen, das ist ein taffer Zeitplan, wir brauchen circa 1 Jahr, wenn wir am Ende dieses Stadtentwicklungsprozesses nächstes Jahr im Herbst so weit sein wollen, Anträge stellen zu können für Sanierungsprogramme. Und die kriegst du vom Land nur, wenn du im Vorfeld viel Arbeit, Grundlagenarbeit gemacht hast, wo eben auch die Bürgerbeteiligung eine zentrale Rolle spielt. Und deswegen heute dazu diese Einstiegsveranstaltung als Information. Aber Sie werden sehen, es wird auch Zeit geben, nicht nur Fragen zu stellen, sondern auch schon zu diskutieren. Und da freuen wir uns auf alle Ihre Impulse. Ja, und deswegen bin ich schon fast am Ende meiner Begrüßung angelangt. Ich freue mich sehr, dass wir es geschafft haben, vom Stadtrat aus eine Lenkungsgruppe zu bilden. Das heißt, das sind ein paar Stadträte, Mitglieder der Verwaltung, Mitglieder des Jugendgemeinderats, Menschen aus der Bürgerschaft, die ohnehin schon sehr stark, halbwegs hauptberuflich mit dem Thema Stadtentwicklung zu tun haben. Und diese Gruppe wird uns helfen, über das nächste Jahr mit einer straffen Zeitschiene und vielen Treffen und Themen die Projekte voranzutreiben. Und deswegen ist es auch wichtig, und ich begrüße unter uns besonders Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher, weil Stadtentwicklung ist nicht nur ein Thema für die Kernstadt, es ist ein Thema für die Gesamtstadt. Und zu unserer Gesamtstadt gehört die Landschaft, gehört das Areal, gehört die mindestens halbe Stunde, die Sie brauchen, um einmal quer durchzufahren. Mit dem Auto, mit dem Fahrrad geht es etwas länger. Und damit sind wir schon wieder in den Themen drin, die uns als Bad Mergentheim mit unseren Teilorten betreffen. Ich freue mich auf diese gemeinsame Entwicklung. Ich danke all jenen, die bisher schon sehr viel Zeit, Hirnschmalz, Herzblut hineingesteckt haben in dieses Thema. Dazu gehören von Seiten der Stadtverwaltung insbesondere unser Stadtbaudirektor Bernd Straub und unsere Stadtplanerin Dana Mack, die heute Abend ebenfalls da sind. Und ich muss schon sagen, wenn man guckt,
was der Gemeinderat zu Recht bei einer expansiven Stadt im Aufbruch so alles an Arbeit an die Verwaltung rübergibt, dass wir es dann nebenher noch zusätzlich hinkriegen, trotz aller sonstigen konkreten Themen, nun diesen Prozess einer Stadtentwicklung parallel zum Prozess einer Landesgartenschaubewerbung voranzutreiben, das erfüllt mich schon ein bisschen auch mit Stolz. Und der Stolz, den habe ich wegen Ihnen, weil ohne Sie alle geht es nicht. Wir haben eine aktive Bürgerschaft, Sie wollen was bewegen, wir wollen Zukunft gestalten. Dazu lade ich uns jetzt ein. Herzlichen Dank, dass wir zugehört haben, und ich übergebe an unseren Moderator, den Dr. Thomas Pfohl. Herzlich willkommen zu diesem heutigen Abend. Vielen, vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Vielen Dank für die netten, einleitenden Worte hier für diesen Abend. Dieser Abend, wir hatten uns gerade natürlich dann auch hier gefragt, wie wird er denn aussehen? Also Corona-Bedingungen, Sie hatten es schon gesagt. Und wenn Sie jetzt hier live zuschauen, dann sehen Sie nicht das, was ich gerade momentan sehe. Ein durchaus gut gefüllten Kursaal, also es ist wirklich klasse. Das war unsere größte Frage, wer wird alles kommen, wie werden Sie hier ankommen? Wir sind hier tatsächlich mit einer anständigen Mannschaft hier vertreten, dass wir auch tatsächlich diesen Abend heute hier gut gestalten können. Ja, mein Name, genau, Thomas Pfohl. Ich freue mich, dass ich heute moderativ Ihnen zur Seite springen kann. Das ganze Team ist hier mit im Einsatz. Und wenn immer irgendwo etwas ist, hier im Raum, bitte zögern Sie nicht, geben Sie Bescheid, geben Sie mir ein Zeichen. Wir werden das natürlich auch aufnehmen. Und was wir haben für Sie heute mitgebracht, das ist hier schon an der Folie dran geworfen. Die nette Begrüßung war gerade, wir gehen jetzt auch gleich rein in den fachlichen Austausch, tatsächlich dann auch der Input, was ist denn tatsächlich im Stadtentwicklungskonzept, und gegen 19.15 Uhr versuchen wir dann auch natürlich diesen Bogen zu schlagen, sodass Sie dann auch ins Wochenende kommen. Jetzt, was haben wir noch für Sie? Ein paar organisatorische Dinge. Sie sind live vielleicht auch zugeschaltet aus dem Wohnzimmer vom Sofa. Sie haben eine E-Mail-Adresse. Diese E-Mail-Adresse können Sie gerne nutzen, das ist das Thema steck@bad-mergentheim.de. Da können Sie Fragen hinschicken. Wir versuchen das Ganze interaktiv aufzugreifen und haben eine Hybridveranstaltung. Also sowohl Fragen vom Sofa sind natürlich möglich später im Prozess, als auch Fragen hier aus dem Raum. Sie sehen hinten die Standmikros, Sie können die dann auch, wir haben einen Fragenblock eingebaut, können diese auch nutzen. Also das ist durchaus möglich. Und wir versuchen das Ganze so interaktiv natürlich zu gestalten, sodass wir auch in den Dialog gehen. Ja, dann, wir haben diese Themen, und was wir mit Ihnen als erstes machen möchten, ist die Interaktion. Die Interaktion, und jetzt normalerweise sagen wir immer moderationszeitig, bitte schalten Sie die Handys aus. Jetzt, das Einzige, was ich hier jetzt sage, ist, bitte schalten Sie die Handys stumm, aber nutzen Sie die Handys. Die, die zu Hause sind, können das auch nutzen, natürlich dann mit Ihrem Explorer, mit Ihrem Internetbrowser. Und Sie gehen auf das Thema jetzt ein, und zwar geben Sie ein www.menti.com. Sie haben eine Webseite, menti.com, und dann wird gefragt nach einem Code, den Sie eingeben. Und da kommen schon die ersten. Wo leben Sie? In der Kernstadt oder im Stadtteil? Wen haben wir wo? Von wo aus schauen Sie gerade zu? Sind Sie in der Kernstadt? Sind Sie im Stadtteil? Wo rechnen Sie sich zu? Das ist natürlich Ihre Auslegungssache. Genau, werden Sie warm? Wir haben noch andere Fragen vorbereitet, von daher, Menti wird uns noch ein bisschen begleiten heute. 21.15 ist super, 36 haben schon abgestimmt. Und wir springen mal weiter. Wir nutzen Menti, und zwar, Frau Franzen gibt das nächste ein. Und die Frage lautet nun, welches Wort beschreibt für Sie Bad Mergentheim? Heimat. Sehr schön. Selbiger Code 20.52.39. Welches Wort beschreibt Bad Mergentheim? Und Sie sehen, es füllt sich die Wortwolke. Heimat, Lebensfreude, Vielfalt, Wohnung, Ethik, konservativ, Zuhause, Wohlfühlen, Zukunft, Verkehrsstau, ja. Sie sehen, wir haben auch nichts zensiert. Das soll nicht die Einladung sein, alles zu posten. Gehen Sie mit diesem Instrument verantwortungsvoll um. Alles, was Sie schreiben, kommt an die Wand. Sie haben ein Wort. Mit was für einem Wort gehen Sie rein? 32 Leute sind schon aktiv. Leben, konservativ, meine Heimat. Also vielen, vielen Dank auch für die Interaktionsfreude. Wir wissen, normalerweise sind wir hier in den Räumen ganz mit Plakaten interaktiv unterwegs. Was diese Worte nun konkret auch bedeuten im Stadtentwicklungskonzept, da würde ich jetzt an Leonie Franzen.
Okay. Herr Glatter hat schon sehr vieles vorweggenommen. Sehr gut vorbereitet, eigentlich muss ich nicht mehr viel sagen, weil das meiste kam bei Ihnen bereits vor. Aber vielleicht noch mal so ein paar Merkerchen. Muss man vielleicht mal den Fokus richten, mit was muss ich mich mal beschäftigen? Also einmal die Agenda noch. Warum machen wir das Ganze überhaupt? Dann, was ist ein Stadtentwicklungskonzept? Sprich, was steckt da an Inhalt drin und wie gehen wir das Ganze an? Was haben wir vor? Und dann natürlich auch noch so ein bisschen, was kommt denn danach, nach heute, noch auf Sie zu? Warum? Mit dem Wachstumsdruck verändert sich auch das Gerüst der Stadt. Das stimmt nicht nur für Hamburg, wo der Herr Höhing herkommt, sondern es stimmt für jede Stadt und jede Gemeinde. Bad Mergentheim gehört zu den Städten, die wachsen im Main-Tauber-Kreis. Sie haben, soweit ich von Frau Mack gestern erfahren habe, die 24.000 geknackt. Das heißt, der Trend geht auch weiter nach oben. Ihnen sind auch noch mehr Einwohner bis 2035 prognostiziert. Das wächst, hält also hoffentlich alles so an. Da stellt sich nur die Frage, wie stellt sich die Stadt, wie stellen Sie sich, wie stellt sich die Stadtgesellschaft darauf ein, wie gehen Sie damit in Zukunft um? Wo wohnen Sie dann? Wie wohnen Sie? Und wie werden die, die hierher kommen, die hierzu ziehen, weil es passiert dieses Wachstum nicht durch steigende Geburten und weniger Sterbefälle, sondern es passiert durch Wanderung, durch Zuzug. Wie kommen die hier an? Wie werden sie integriert? Welche Möglichkeiten gibt es für sie? Die Zukunft kommt nicht, sie wird von uns gemacht. Wie muss sich Bad Mergentheim gegebenenfalls verändern? Was kann aber auch so bleiben? Was funktioniert super und wird es auch in Zukunft tun? Und wo kann man die Chance nutzen durch das, was hinzukommt? Wie wirkt sich Wachstum auf die Gesellschaft aus? Auf das Gerüst, um auf das bauliche Bild zurückzukommen, auf das Gerüst, was Sie baulich hier haben. Wie muss das weitergehen? Sie haben eine Topografie, die Sie immer mal wieder zu den Seiten begrenzt, die vielleicht auch im Tal, was das Wasser angeht, dann auch zwar sehr schön ist, aber unter Umständen halt auch so seine Probleme mit sich bringt. Sie haben aber auch Landwirtschaft noch sehr dicht an der Stadt dran. Wie geht man damit weiter um? Was passiert hier zukünftig? Das wird uns begleiten. Wir betrachten die Gesamtstadt. Wir ziehen uns nicht die Kernstadt raus, wir ziehen uns auch keinen einzelnen Ortskern raus. Es geht wirklich um das Gesamte. Sie haben 13 Ortsteile hier. Das ist eine Menge Individualität, die überall drin steckt. Das sind eine Menge Gemeinsamkeiten. Das sind aber auch im Detail an der einen oder anderen Ecke Unterschiede, von denen jeder profitieren könnte. Wir wollen in dem Entwicklungskonzept einen Fokus auch auf diese Gemeinsamkeiten und Unterschiede legen, weil wir glauben, da steckt sehr, sehr viel Potenzial drin für das zukünftige Zusammenleben. Sie sollten den Wandel als Chance betrachten. Das ist immer so schön dahergesagt. Manchmal macht einem der Wandel auch Angst, wenn es zu schnell geht. Oder es geht einem nicht schnell genug. Das ist immer so das Abwägen. Dem einen geht es nicht schnell genug und dem anderen geht es zu schnell. Was soll hier in den nächsten 15 bis 20 Jahren passieren? Das ist der Zeitraum, den so ein Stadtentwicklungskonzept von einer Idee her abdecken soll. Es ist keine Prognose, wir wissen nicht, was kommt. Das kann sein, dass wir in 6 Jahren hier stehen, das fertige Konzept von 2021 in der Hand halten und sagen, okay, wir haben hier eine Entwicklung gehabt, mit der können wir nichts mehr anfangen, mit dem Konzept, das passt nicht mehr. Sie hatten Ende der 90er die große Chance, dass die Firma Würth sich auf dem Drillberg angesiedelt hat. Das hat die Stadt ein Stück weit verändert. Und davon profitieren Sie. Sie haben die Kur mit dem Ganzen, was an Gewerbe, an Gesellschaft, an Tourismus etc. da dranhängt. Was passiert, wenn der Wirtschaftsfaktor Kur sich verändert? Wie gehen Sie mit Strukturwandel um? Wir versuchen,
das Morgen heute zu betrachten und zu überlegen, wie leben wir, wie wohnen wir, wie arbeiten wir, wie funktionieren wir als System gemeinsam. Das Entwicklungskonzept soll dabei eine Koordinierungsfunktion übernehmen. Das heißt, wir sammeln erstmal, ganz, ganz viel Informationen. Wir gucken, welche Konzepte gibt es, welche Planungen sind da. Es gibt sehr, sehr viel schon in Bad Mergentheim und wir versuchen, den Deckel darauf zu setzen und zu sagen, so, das ist der Überbau, alles andere fädelt sich darunter auf. Und es ist auch Monitoring. Manche Konzepte sind alt. Sie haben ein Stadtentwicklungskonzept aus Mitte der 90er Jahre. Wir haben jetzt 2020. Wenn man sich den Zeitraum 15 bis 20 Jahre anguckt, ist jetzt die Zeit, das nochmal in die Hand zu nehmen und zu gucken, was haben wir erreicht? Was ging einfach nicht? Wo haben wir vielleicht was ganz anderes erreicht, als wir ursprünglich dachten, weil eben beispielsweise eine Firma wie Würth hierher gekommen ist? Und da sind wir momentan dran. Wir haben riesige Datenmengen von Frau Mack bekommen, die wir jetzt alle am Durchforsten sind. Das Stadtentwicklungskonzept soll Ihnen sowohl der Verwaltung als auch dem Gemeinderat als auch Ihnen als Bürger als eine Zielsetzung dienen. Das sollte im Idealfall ein roter Faden sein, der sich durch die nächsten 15 bis 20 Jahre schlängelt. Die Kurven in dem Faden, die können mal in die eine, mal in die andere Richtung ausschlagen. Manchmal macht er vielleicht auch eine Schleife, wenn man sagt, okay, wir müssen doch noch mal was vorholen. Es wird ein Handlungsrahmen definiert und es gibt eine Handlungsanleitung. Das heißt, wir überlegen mit Ihnen, mit dem Stadtrat, mit dem Gemeinderat gemeinsam, wo setzen wir Prioritäten, wo sagen wir, da muss jetzt der Fokus drauf und wo sagen wir, okay, das eine, wenn wir da den Fokus drauf setzen, da ergibt sich das andere automatisch draus. Und es ist leider so, wir sind offen für jeden Wunsch, wir werden aber nicht jeden erfüllen können. Ich bin jetzt mal so frech und sage, für heute ist es eins. Und zwar die Einladung an Sie, zumindest hier im Raum. Sie haben solche Postkarten und die können Sie natürlich parallel oder nach der Veranstaltung oder vielleicht haben Sie es auch schon gesehen, können Sie natürlich ausfüllen. Jetzt, und ich merke im Hintergrund, gehen schon die Balken hoch, die Frage an Sie direkt. Bad Mergentheim, wie gut ist Bad Mergentheim für die Zukunft aus Ihrer Sicht aufgestellt? www.menti.com und der Code ist dieses Mal 873009. Der Code dieses Mal 873009. Gehen Sie gerne ins Internet, geben Sie gerne Ihre Einschätzung ganz persönlich ab. Bad Mergentheim ist gut für die Zukunft aufgestellt, ja oder nein? Relativ schwarz-weiße Antwort, aber wir schauen mal, wie sich die Balken verschieben. Ja, nein, 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 okay. Gut, 32. Das ist doch schon mal eine gute Hausnummer, wo wir sagen, da bekommen wir einen ersten Eindruck. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen an der Stelle. Auch hier, wenn hier noch Themen eintrudeln, noch Abstimmungsergebnisse eintrudeln, das läuft im Hintergrund mit und natürlich bekommen Sie diese Ergebnisse dann auch, wie angekündigt, dann in der Dokumentation. Erstmal vielen, vielen Dank für Ihre aktuelle Einschätzung und damit weiter an dich, Leonie. Herr Glatter hat in seiner Begrüßungsrede schon wunderbar so Stichworte in den Raum geschmissen: Verkehr, Mobilität, Gesellschaft, Grün, Klima. Das passt tatsächlich alles damit rein. Früher war alles besser. Lassen Sie das mal so sacken. Gucken Sie sich das Bild auch mal an. Meine Kollegin Frau Datan hat da nämlich was versteckt. Ich möchte aber mal die Frage in den Raum werfen, war es das wirklich früher alles besser? Oder erinnern wir uns einfach nur an die schönen Sachen, an die, die gut gelaufen sind, an die, wo man Spaß hatte, wo man Freude hatte, und der Rest verschwindet so und kommt nur gelegentlich mal hoch. Nehmen Sie das mal mit für das, was folgt, weil die Frage ist natürlich auch, wollen Sie 2035 auch noch sagen, früher war alles besser? Oder hat sich dann auch was verbessert? Und ich sehe noch so ein paar rätselnde Gesichter bei dem Nutella-Brot. Die eine Seite ist neues Nutella, die ist heller und die andere Seite ist das alte, die ist dunkler. Da war nämlich noch mehr Schokolade drin.
Ü60-Party, herzliche Einladung. Seit Jahren, bald Jahrzehnten geistert durch die Presse, wir werden immer älter, wir werden nicht mehr jünger, wir werden immer weniger. Es hört sich erstmal alles von der Zukunftsperspektive eher negativ an. Sie haben aber die Situation, Sie wachsen. Und auch in vielen anderen Kommunen ist es nicht ganz so schlimm gekommen bisher, wie man es mal prognostiziert hat. Manche sind davon sehr stark betroffen, Sie nicht. Sie haben aber ein relativ im Mittelfeld liegendes Durchschnittsalter mit 44,9 Jahren 2019. In der Prognose, also in der Landesschnitt sind das 43,6. Das heißt, da sind Sie einen Tucken drüber. Es gibt Kommunen, die sind da wesentlich drüber. Von dem Altersschnitt her, der Anteil der über 65-Jährigen betrug 2019 22,4%. Prognostiziert für 2035 sind 28,1. Das heißt, die Ü60-Party, die wird dann auf jeden Fall noch aktueller als heute. Im Gegenzug 2019, die unter 18-Jährigen liegen bei 16,7%. Da ist ein Gap. 2035 bei 17,6. Das hört sich jetzt erstmal toll an, super, es ist ein bisschen mehr, aber de facto hält es sich eigentlich eher die Waage, da tut sich nicht so viel. Das liegt auch daran, dass gerade die Altersklassen, die Familien gründen, nämlich die von 21 bis etwa Mitte 30, Ende 30, das sind die mobilsten, die ziehen um, sei es aus familiären Gründen, sei es beruflich, sei es aus anderen Gründen, aber oft ist es schlicht und ergreifend beruflich. Ich auch. Ich komme nicht von hier, ich bin aus dem Norden, ich bin hier runtergezogen. Gemütlich schlotzen. Was möchte man in einer Innenstadt? Was möchte man in einem Ortskern? Man möchte mal zusammensitzen, möglichst nicht umfahren vom Verkehr, sondern gemütlich beieinander, sei es auf dem Platz, sei es in einem Gebäude. Wo sind die Treffpunkte? Wo ist heute das Zentrum? Ist es die Kernstadt oder gibt es ganz viele kleine Zentren halt auch noch drumherum in den Ortsteilen? Und wie wird das werden? Und wie sieht es mit dem Verkehr aus, mit Gastronomie, mit Handel? Was uns auf alle Fälle beschäftigen wird, gerade auch hier in Bad Mergentheim mit den 13 Ortsteilen, die relativ weit verstreut sind, ist neue Mobilität. Sei es geteilte Mobilität, sei es gemeinsame, dass man sich zusammentut, seien es auch komplett andere Konzepte, nicht nur Fahrrad, zu Fuß, Auto. Vielleicht kommt er auch wirklich mit dem autonomen Fahren da eine Möglichkeit. Sie haben einen Rufbus, Sie haben auch Ruftaxi-Möglichkeiten, Sie haben den Stadtbus. Trotz dessen haben wir bei der Ortsbegehung festgestellt, dass die Anbindung nicht überall ideal ist. Wir haben noch das Thema Klima. Das hängt zum einen mit dem Verkehr zusammen, Emissionen und auch Emissionen, aber auch mit dem Bauen. Wie bauen wir zukünftig? Wo wird gebaut? Wird das draußen gebaut oder wird es innen gebaut? Und wie berücksichtigen wir die Belange vom Klimaschutz? Wie bringen wir Grün in die Stadt? Wie sorgen wir dafür, dass die Stadt durchlüftet ist? Dass wir in dieser Lage, die Sie haben, in dieser topografischen Lage, oben auf den Höhen, da kommt der Wind gut hin, aber wie kriegt man den ins Tal? Wie sorgt man für einen Luftaustausch? Da hilft Ihnen Wasser, da hilft Ihnen das, was Sie bislang haben, beispielsweise der große Kurpark. Ohne den sähe es hier in der Kernstadt klimatisch auch noch mal anders aus. Ich hatte es angesprochen, wo und wie werden wir bauen? Sie haben sowohl in den Ortskernen als auch in den Stadtteilen immer mal wieder Potenzialflächen, sei es durch Leerstand, sei es einfach Flächen, die bisher als Bauplatz ausgewiesen sind, aber noch nicht genutzt sind. Natürlich haben Sie auch mit Wachstum immer wieder die Frage, was ist mit der Außenentwicklung? Es wird nicht alles ohne Außenentwicklung gehen, aber die Frage ist, in welchem Maß. Das muss sich irgendwo die Waage halten, idealerweise. Und es sollte natürlich nicht dazu führen, dass
der gebaute Kern leer läuft, während auf der grünen Wiese fröhlich neu gebaut wird. Das ist dieses Innen vor Außen, was da im Hintergrund ist. Und dann, statt der kurzen Wege, das kam ja auch bei der Wortabfrage, das ist tatsächlich auch ein Schlagwort in der Stadtentwicklung, die Stadt der kurzen Wege, dass man nicht diese Inseln hat, wo man nur wohnt, wo man nur arbeitet, wo man sich nur erholt, wo man das Theater nur besucht, sondern dass es wirklich eine Durchmischung gibt. Da stellt sich hier natürlich auch die Frage, wie kann man das erhalten, dass es wirklich die Stadt der kurzen Wege bleibt. In dem Zusammenhang, wie begegnet man Funktionsverlusten, Strukturwandel? Wir haben festgestellt, dass in vielen der Ortschaften die Gastronomie ins Wanken gekommen ist, weil sich kein Nachfolger gefunden hat, weil die Gebäude nicht mehr den heutigen Ansprüchen entsprachen oder auch aus ganz anderen Gründen. Das ist natürlich ein Manko für die Gesellschaft dort vor Ort, weil es fällt ein Stammtisch weg, es fällt der Treffpunkt weg, es fällt der Ort fürs Feiern erstmal so gefühlt weg. Auf der anderen Seite, die Gebäude sind da, es sind auch Dorfgemeinschaftshäuser da. Wie geht man damit um? Was macht man? Und wie kann man in der Kernstadt dem gegebenenfalls auch begegnen? Wo gehen wir später mal einkaufen? Wann gehen wir einkaufen? Wie kriegen wir das nach Hause? Wie soll das strukturiert sein? Wie sehen die Läden aus? Wie sieht die gebaute Fläche dafür später mal aus? Und wir leben in besonderen Zeiten. Die Corona-Pandemie hat uns nochmal gezeigt, dass auch vieles auf einmal wegbrechen kann. Dass man auf einmal vor ganz anderen Herausforderungen steht, dass man Homeoffice irgendwie verknüpfen muss mit der Betreuung eines Kleinkindes, dass man feststellt, ich muss Homeoffice da machen, wo ich überhaupt keine Internetverbindung habe. Wie funktioniert das? Ich muss ja die Daten, die ich zu Hause offline bearbeite, irgendwie ins Büro kriegen, aber ich darf nicht hin. Wie kann ich das machen? Ich kann meine Freunde nicht mehr treffen, ich muss die online treffen. Ich darf meine Großmutter im Altenheim nicht mehr besuchen. Wie soll das gehen und wie wirkt sich das auch langfristig aus? Was lernen wir heute, was wir vielleicht in Zukunft auch nutzen können? Was nehmen wir daraus auch Positives mit? Stichpunkt bei allem ist Vernetzung. Das wird oft mit dem Verkehr, mit der Mobilität in Verbindung gebracht oder auch mit der Digitalisierung, aber es geht auch um die gesellschaftliche Vernetzung, um die bauliche Vernetzung, um die Strukturierung. Und da muss man schauen, Sie sind eine Stadt, die das Potenzial der Vernetzung in sich trägt, alleine durch Ihre Situation mit 13 Ortsteilen und einer Kernstadt. Und da ist die Frage, wie gehen Sie damit in Zukunft um? Und das möchten wir mit Ihnen gerne erarbeiten, wie Sie damit in Zukunft umgehen. Und natürlich die schöne Frage, woher kommt denn das Geld, womit ich das mögliche Wunschkonzert dann auch erfüllen kann über die nächsten Jahre? Herr Glatter hat es angesprochen, es gibt verschiedene Förderprogramme, es gibt andere Möglichkeiten der Stadtentwicklung, die auch zu finanzieren, sei es mit privaten oder eben auch mit einer Bewerbung für eine Landesgartenschau, die unheimlich viel Potenzial schon reinträgt, rausgewertet hat, was den Klimaschutz angeht, was die mögliche bauliche Fortsetzung hier in Bad Mergentheim, die Neuentwicklung angeht. Ich persönlich halte das Konzept für die Bewerbung sehr, sehr gut. Ich drücke die Daumen für Montag, auch wenn es nur 8 Leute sind. Seien Sie laut. Wir werden neben diesem Konzept für die Landesgartenschau auch die anderen vorhandenen Konzepte, Verkehrskonzept, Aktionsplan etc. pp., Flächennutzungsplan, zusammenpacken, gucken, was da ist, auswerten und schauen, wie wir die Chancen, die darin sind und vor allem auch in der Landesgartenschau auch nutzen können. Das ist einmal so ganz formell dargestellt. Wir arbeiten wirklich uns von den Grundlagen nach unten weiter in den einzelnen Themenfeldern. Es gibt Querschnittsthemen wie Demografie, Digitalisierung, Energiewende, Klimaschutz und Klimaanpassung. Das betrifft uns in allen Feldern. Das betrifft uns bei der baulichen Entwicklung, beim Wohnen. Das betrifft uns beim Arbeiten, bei den ökonomischen Aspekten. Das betrifft uns aber auch in unseren gesellschaftlichen Aspekten, in der Bildung auch und in der Versorgung.
und natürlich Verkehr, Mobilität, aber auch Energieversorgung und Identität und Heimat. Das spielt auch immer noch eine große Rolle. Und das wird eingespeist in die Verwaltung, in Sie als Einwohner und natürlich auch in die politischen Gremien. Und dann wird durch die nächsten fast 12 Monate Zusammenarbeit da am Ende das Entwicklungskonzept Strategie Bad Mergentheim 2035 bei rauskommen. Und dann? Sind Sie jetzt wieder gefragt? Sie haben gerade natürlich einen ersten Einblick bekommen zum Thema Stadtentwicklungskonzept. Welche Themen beinhaltet das denn konkret? Und wir hatten vorher die Frage gestellt, wie schätzen Sie denn aktuell die Lage ein? Bad Mergentheim ist gut für die Zukunft aufgestellt? Ja, nein. Jetzt haben Sie ein paar Themen gehört, ein paar Themenkomplexe gehört. Das sollte sozusagen als Inspiration dienen, was da alles in dieses Stadtentwicklungskonzept auch einfließen kann. Die Einladung an Sie zu Hause oder auch hier im Saal. Nutzen Sie gern Ihr Smartphone, Ihren Browser, www.menti.com und der Code 873009. Wir schauen mal, wie Sie nach diesen Informationen zu den Themenbereichen, was das alles beinhalten kann, wie Sie die Lage einschätzen. Bad Mergentheim ist gut für die Zukunft aufgestellt. Selbige Frage, jetzt aber mit dem thematischen Hinweisen, was sich da alles drin verbergen kann, auch mit einigen Impressionen aus dem Stadtrundgang. Wie ist bei Ihnen die Einschätzung? Da gab es den kleinen Schwenk, jetzt ist das Nein mit 18-17 gerade momentan vorne und wir haben 35 in Summe, 18-18. Ausgewogen gerade aktuell. Wir werden natürlich auch die Grafik, die jetzt im Hintergrund weiterläuft, die nehmen wir natürlich dann auch in die Dokumentation mit ein. Uns war es jetzt mal unter den Aspekten wichtig, mal eine Vorab-Einschätzung zu bekommen von Ihnen, mal eine Einschätzung, wo Sie gehört haben, jetzt auch Stadtentwicklungskonzept, was für Themen beinhaltet das denn konkret auch? Und hier zu sehen, wie ist Ihre aktuelle Einschätzung. Wir werden natürlich auch später im Prozess weiterhin Sie immer aktiv um Ihre Meinung und Ihre Einschätzung dann auch bitten. Stichwort auch Prozess, das ist das, wie wir auch weitermachen. Was kommt denn auf Sie zu? Und damit würde ich wieder an dich übergeben, Leonie. Was ist im Prozess Stadtentwicklungskonzept das, was jetzt als nächstes auch kommt, wo Sie gefragt sind und wo Sie sich dann schlussendlich auch beteiligen können? Wie gehen wir es an? Was haben wir mit Ihnen vor und auch den anderen Beteiligten? Mehr Beteiligung und Übernahme von Verantwortung reduzieren den Verdruss. Meine Oma hat immer gesagt, wer nicht wählen geht, darf auch nicht meckern. Das ist so dieses, wenn man mitspricht, klar, man muss sich unter Umständen der Demokratie beugen oder auch einfach den mangelnden Finanzen. Aber man hatte die Chance, man hat sie wahrgenommen. Und wir möchten Ihnen tatsächlich eine Beteiligung auch bieten, die keine Alibi-Beteiligung ist. Wir machen das nicht, weil wir es erfüllen müssen, sondern wir würden wirklich gerne von Ihnen Ihre Einbringung hören, Ihre Meinung mit aufnehmen, auch Ihre Einschätzung Ihres Lebens hier in Bad Mergentheim, um das mit reinzubringen in das Entwicklungskonzept. Wir werden das strukturieren, analysieren, zusammenstellen. Aber es geht nicht verloren. Wir möchten mit Ihnen aktiv in den Austausch treten. Es wird dort auch noch Bürgerbeteiligungsveranstaltungen geben, 2 Bürgerwerkstätten im September und Oktober. Wir sehen Sie als Einwohner von Bad Mergentheim im Prinzip als eine Schwarmintelligenz. Jeder von Ihnen hat ganz viel Wissen über diese Stadt, weil er hier lebt. Sei es schon ewig, seit Geburt an, oder sei es auch erst seit einem Jahr. Sie alle haben Ihre Erfahrungen gesammelt und an diesen Wissenspool möchten wir ran. Dafür gibt es diese beiden Bürgerwerkstätten, dafür gibt es heute die Postkarten und dafür möchten wir mit Ihnen auch weiter im Dialog bleiben. Sie als Einwohner bringen Ihre Ideen ein, Ihre individuellen Wissenspunkte. Wir haben die Lenkungsgruppe, die besteht aus 6 Personen, die aus den politischen Gremien, aus dem Gemeinderat
kommen, in die wird das Ganze eingespeist. Das heißt, die haben so eine Art Filterfunktion, unterstützt von uns, unterstützt von der Verwaltung, aber die bereiten vor. Die Entscheidungen später auch des Gemeinderates, der das Ganze steuert, weil der Gemeinderat ist das Beschlussgremium. Und gerade in der Stadtentwicklung läuft nichts am Gemeinderat vorbei. Auf diesem Weg kommen wir dann zur Strategie 2035. Und um Ihnen das nochmal so ein bisschen zu veranschaulichen, was haben Sie eigentlich persönlich hoffentlich davon, habe ich mal versucht, das in eine Grafik reinzubringen. Wir haben oben drüber das Stadtentwicklungskonzept. Wir haben darunter viele, viele Themen, viele Einzelthemen, für die es zum Teil schon Konzepte gibt, wie beispielsweise die Landesgartenschau, wie das Verkehrskonzept, wie den Lärmaktionsplan. Daraus generieren sich Handlungsfelder, das heißt Unterthemen, wo man sagt, okay, hier ist Handlungsbedarf, da müssen wir irgendwie ran. Das ein oder andere Handlungsfeld, das kann man vielleicht auch schon abhaken und sagen, okay, da sind wir super aufgestellt, das ist aktuell, das passt, da müssen wir nur noch die Maßnahmen umsetzen. Und dann geht es in die einzelnen Maßnahmen. Von Ihnen, von unten, von Ihrem Leben in Bad Mergentheim, da kommen sowohl in den Maßnahmen natürlich Punkte rein, da kommen aber auch oben bei den Handlungsfeldern und bei den Themen Punkte rein, und zwar durch die Bürgerwerkstätten. Das bestimmen Sie ein Stück weit mit. Und auch die Maßnahmen sollten natürlich so zugeschnitten werden, dass Sie die spüren, dass die eine Auswirkung auf Ihr Leben haben. Damit Sie nicht 2035 da sitzen und sagen, ja super, warum habe ich da denn 2021 Zeit reingesteckt, wenn gar nichts passiert ist. Ja, dann sind Sie gefragt, genau, also tatsächlich das Thema, was für Mehrwerte erhoffen Sie sich, was wünschen Sie sich? Und wir hatten es vorhin auch versprochen, wir möchten Sie mit einbinden, so gut das Corona-mäßig auch immer geht. Normalerweise hätten wir hier natürlich jetzt die volle Interaktion. Aktuell, gerade momentan, müssen wir ein bisschen schauen, wie wir die Fragen dann auch in den Saal, in den Raum bekommen. Und dafür haben wir einerseits natürlich weiterhin offen die E-Mail-Adresse steck@bad-mergentheim.de. Da können Sie die Fragen jederzeit natürlich auch im Nachgang, solange der Prozess läuft, stellen. Wir werden das natürlich dann auch mit aufnehmen. Und Sie haben natürlich auch jetzt aktuell hier im Raum, die gekommen sind, die Möglichkeit, die Mikros zu nutzen. Sie sehen hier hinten, sehen Sie zwei Saalmikros. Und diese Saalmikros, das wäre die einzige Bitte von Seiten dann auch Hygienekonzept, dass Sie vorher kurz sich melden und dass wir dann schauen, wer an welches Mikro geht. Und die Fragen, die Sie stellen, Primäransprecher, Herr Glatter, Sie haben sich netterweise gemeldet, natürlich dann auch als Adressat dieser Fragen mit Unterstützung von Amtszeiten. Also von daher die Einladung jetzt an Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, welche Fragen treibt Sie um? Was wünschen Sie sich? Worauf möchten Sie, dass wir Wert legen? Ihre Fragen aus dem Publikum, bitteschön. Wer hat denn eine? Mal kurzer Hand heben, wer sagt, er hätte gerne eine Frage und würde die gerne äußern. Hier haben wir die erste Frage und wir schauen einfach, wir haben gesagt, in Summe zeitmäßig, dass wir auf eine Viertelstunde laufen maximal, und Sie haben eine Frage, dann bitte ich Sie einfach, das Mikro hinten sich zu schnappen, vielleicht ganz kurz, wenn Sie mögen, Name und wo Sie wohnen, nicht in der genauen Adresse, sondern ungefähr, und Herr Glatter, dann gerne an Sie. Bitte schön. Mein Name ist Georg Hess, ich wohne... Ein bisschen näher noch dran, das wäre super. Mein Name ist Georg Hess. Ich wohne in der Innenstadt in der Ochsengasse und da habe ich auch diesen Problempunkt. Die Ochsengasse wurde vor 2,5 Jahren circa von einer 30er-Zone umgebaut in eine verkehrsberuhigte Straße mit einer Möglichkeit, recht gerade durchzufahren, was den Verkehrsfluss nicht automatisch bremst. Der Hinweis, dass es eine verkehrsberuhigte Straße ist, ist recht unscheinbar angebracht vom alten Rathaus am Touristenzentrum auf Bodennähe. Auf meine Eingabe vor 2 Jahren an die Stadtverwaltung
auch in der Ochsengasse ein Hinweisschild auf dem Boden zu machen, habe ich eine Absage erhalten. Jetzt muss ich aber mit Erstaunen feststellen, dass im neuen Verkehrskonzept die verkehrsberuhigte Straße wieder aufgehoben wird, dass es eine 30er-Zone wieder werden soll. Was ist da dafür der Grund? Soll wieder mehr Verkehr durch die Ochsengasse kommen? Vielen Dank. Es ist für mich jetzt auch ungewohnt, die spontane Beantwortung von Fragen, weil ich mich ja immer frage, geht es jetzt um Themen, die wir dann in den nächsten Jahren entwickeln wollen. Aber lieber Herr Kress, Sie haben recht, ich habe das auch nie begriffen, warum wir auf dem Boden die Dinge drauf malen können, wo man es doch viel besser sieht als an den kleinen Schildern dann irgendwo nebendran. Das sind so Verkehrsanordnungen, mit denen müssen wir leben, die versuchen wir zu gestalten. Aber der Hauptpunkt, den Sie ansprechen, ist ja was anderes. Ob nun aus der verkehrsberuhigten Zone, die man gemacht hat, um damit 7 Kilometer durchzufahren und dem Fußgänger, dem Fahrradfahrer wie dem Auto Gleichberechtigung zu geben, das nun wieder abschafft. Nein, das ist nicht so. Das neue Verkehrskonzept, von dem Sie sprechen, das ist ja nun mal ein Aufschlag, ein Anfang, das wir erst entwickeln. Und sehr wohl geht es dort dann auch um die Frage, wie man den Innenstadtverkehr so beruhigt, dass die verschiedenen Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt teilnehmen können. Ich denke, da werden wir uns hinentwickeln. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Die meisten Menschen haben eine Sorge, wenn sie in der Ochsengasse oder in der Funkengasse einfach über die Straße laufen. Weil in der Mitte haben wir halt den geteerten Streifen. Das haben wir gemacht, weil wir nicht Geld gehabt haben, um alles durchzupflastern. Und links und rechts hat man die Pflaster, die noch wie ein breiter Gehsteig wirken. Das Einzige, was nicht mehr da ist, sind die Barrieren, sprich irgendwelche Bürgersteige. Und was ist das Ergebnis? Die Leute verhalten sich immer noch so wie früher. Man läuft links und rechts auf einen gefühlt schmalen Gehsteig, der keiner mehr ist. Und mittendrin fahren die Autos. Also auch hier, das ist mein Appell an uns, wir müssen uns auch getrauen, wenn wir eine Straße umgestalten zur verkehrsberuhigten Zone, dass wir sie auch so nutzen. Für uns als Verwaltung und für die Gemeinderäte wird es schon auch ein Thema sein, ob man mit Querstrukturen statt Längsstrukturen zum Beispiel den Bürgern eine andere optische Aufbrechung dieser Straßen gibt. Und somit sind wir mitten in den Themen drin. Ich würde aber Ihre Bitte nochmal mitnehmen, ob man nicht hier und dort auch ein Verkehrszeichen auf dem Boden malen kann, damit man es richtig schön groß sieht, weil das ist ja die Anfangsfrage. Streitfrage gewesen, die Sie uns gestellt hatten. Super. Vielen, vielen Dank. Einerseits für die Frage, vielen Dank für die Beantwortung zum Thema Verkehr. Immer ein großes Thema natürlich in jeder Strategie und in jeder Stadtentwicklung. Das ist etwas, was die Menschen umtreibt, auch zu Recht. Themenmäßig die Frage, Sie sehen in den Raum jetzt die Frage hier. Herr Klatter ist bereit für Ihre Fragen. Gibt es denn weitere Fragen? Weitere Punkte, die Sie gerne äußern möchten. Da sehe ich hier eine Wortmeldung. Bitte schön, nehmen Sie sich gerne das Mikro hinten, von mir aus gesehen rechts, und da auch gerne den Namen, woher Sie kommen, aus Bad Mergentheim. Und dann bitte schön. Guten Abend, mein Name ist Michelbach. Ich wohne in der Kernstadt und habe die Frage, wo sollen denn die Autos parken in der Innenstadt, die man verkehrsberuhigt rausschmeißt? Es werden überall die Parkplätze an die Gastronomie vermietet. Es werden Parkplätze einfach abgeschafft. Im Gänsemarkt gibt es dann wahrscheinlich auch nur noch 2 oder 3 Parkplätze, wie in der Holzapfelgasse. Wo soll dann der Bürger parken, um geschwind zur Bank zu gehen, beim Bäcker einzukaufen, seine Sachen nah gleich ins Auto zu laden und wieder aus der Innenstadt rauszufahren. Wenn Sie die Parkhäuser anschauen und dann einen Kreis drum machen mit 200 Metern, dann finden Sie im Altstadt ganz wenig Einkaufsmöglichkeiten. An der Herrenmühlstraße das Parkhaus, da ist außenrum 200 Meter auch wenig Einkaufsmöglichkeiten. Es müsste zentrumsnah eigentlich schon seit den 70er Jahren ein Parkhaus unter den Marktplatz gebaut werden und dann werden die ganzen Fragen mit der Verkehrsberuhigung entzerrt, denn dann könnte ich nämlich Mühlwehrstraße, oben Kapuzinerstraße, alles zumachen, fahre in dieses zentrale Parkhaus und kann dort die Geschäfte dann direkt anlaufen. Das wäre mein Vorschlag. Vielen Dank, Herr Michelbach.
Damit treffen Sie ein Thema auf, das natürlich seit Jahrzehnten in der Stadt diskutiert wurde. Sie haben es gesagt, sowohl beim Marktplatz als auch am Heinrich-Erler-Platz hat man da mal drüber nachgedacht. Es gibt auch noch ein paar andere Flächen und auch der Streitpunkt, ob zum Beispiel noch Innenstadtgrundstücke, die im Moment nicht bebaut sind, ein Standort wären für ein Parkhaus, statt dass man es entweder ewig leer lässt oder hat ein Wohnhaus draufstellt. Das sind genau die Streitfragen, die kommen und das sind deswegen Streitfragen. Wir hatten das ja bei dem Workshop zum Gänsmarkt erlebt, weil die Menschen schon mehr Aufenthaltsqualität in der Stadt wollen. Sie haben es gerade auch nochmal bestätigt, man will ja auf kurzem Weg einkaufen, Kaffee trinken gehen, die Kinder den Kinderspielplatz, den erlebbaren Brunnen, all diese Themen. Aber wir wollen eben auch, dass in einer Stadt, die jetzt eben keine Großstadt ist, sondern schon das Gepräge einer Kleinstadt hat, bei allem Stolz auf unser Bad Mergentheim, wir eben die kurzen Wege und damit auch mit dem Auto möglichst ans Geschäft ranfahren können. Und genau diese Streitfrage wird uns beschäftigen. Wir machen jetzt ja einen ersten Aufschlag. Der Gänsmarkt wird insofern beruhigt. Das hatten wir mal als Grundsatzentscheidung jetzt mit einer Variante vom Gemeinderat uns als Auftrag gegeben. Und dort wird auch die Frage dann diskutiert werden müssen, die Sie gerade gestellt haben. Ist es so, dass im Stadtzentrum Parkplätze wegfallen? Oder findet man sie bloß nicht, weil sie vielleicht ungeschickt angeordnet sind? Ist es wirklich ein Konflikt, wenn ein Gastronom eine Außenbestuhlung machen darf und das dann ein, zwei Parkplätze kostet, dass das dann ein Problem wird wegen Parken? Aber genau diesen Fragen müssen wir sorgfältig nachgehen. Und ich glaube, bei jeder Stadtentwicklung, wo es um den Kernstadtbereich geht, ist Verkehrsberuhigung nicht nur das Thema, dass man langsamer fährt, sondern die Sorge, komme ich noch, auch mit dem Auto, so in die Stadt rein, dass ich gut und bequem einkaufen kann. Und da weiß ich, dass sind unsere Innenstadthändler, weil sie da davon abhängen, ohnehin sehr sensibel. Wir haben uns ja darauf verständigt, dass wir das schrittweise angehen. Es gibt jetzt eine Variante, wo ein paar Straßenführungen geändert werden, damit der Gänsmarkt nicht mehr überfahren werden kann. Und dann werden wir das mal ausprobieren. Wir werden das auch recht zügig ausprobieren, indem wir mal ein paar Schilder aufstellen und gucken, wie sich das entwickelt. Und erst wenn wir Erfahrungen gesammelt haben, ob das so ist, dass man zu wenig Parkplätze hat, ob das so ist, dass man nicht mehr an die Geschäfte rankommt, ob das so ist, dass da Umsatzeinbrüche sind und so weiter, dann wird der Gemeinderat immer weiteren Schritt entscheiden, ob man dieses Konzept Verkehrsberuhigung in der Form oder dann mit einer anderen Variante fortführt. Ich vermag es nicht zu sagen, Herr Michelbach, ob es stimmt, dass wir zu wenig Parkplätze in der Innenstadt haben. Wir haben über 2000, aber das ist wahr. Manche sind auch in privaten Parkhäusern, manche sind öffentlich, aber die emotionale Frage, ob ich eben tatsächlich als Autofahrer bequem überall hinkomme und wieder gut wegkomme, die wird uns beschäftigen. Vielleicht für die, die noch nicht im Thema drin sind, gehen Sie auf unsere Homepage, dort ist das Verkehrskonzept auch drauf, da kann man das sehen. Und der Gemeinderat hat mit seiner Entscheidung sehr wohl bedacht, dass man nach wie vor überall mit dem Auto hinkommt. Bloß an manchen Stellen halt in geänderter Verkehrsführung. Und das Einzige, was sich ändern wird, wenn wir das Konzept so umsetzen, dass man nicht mehr über den Gänsmarkt drüber fahren kann, sondern den kann man nur noch streifen von beiden Seiten. Gibt es denn noch weitere Fragen aus dem Raum, die wir direkt dann auch mit adressieren sollen? Ich sehe gerade aus dem Sofa, gäbe es eine Frage. Wie sieht es sonst im Raum aus? Okay, gerade aktuell keine Wortmeldung aus dem Raum. Deswegen gerne, geben Sie gerne das Mikro hier Ihre Frage, Ihre Anmerkung rein. Nur ganz kurz noch eine Anmerkung. Also wenn ich 10-mal um das Victoria-Carré rumfahre und einen Parkplatz suche, um zur Post zu gehen und einen Brief einzuschmeißen, dann fehlen Parkplätze. Auch wenn man zum örtlichen Zahnarzt will, der hat vorm Haus gar keine Parkplätze. Wenn man die Eltern mit dem Rollator oder mit dem Rollstuhl dahin bringen muss, ist es überhaupt nicht möglich. Also es fehlt eigentlich an der Innenstadt an allen Ecken und Enden Parkplätze, die auch mal ein bisschen länger wie eine Stunde sind, weil beim Zahnarzt sitze ich 1,5 Stunden. Vielen Dank. Also ich nehme das so mit, will nicht erwidern, das ist ja schon, also ich würde sagen, zum Beispiel, bevor ich 10-mal um das Carré, ums Palais rumfahre, da gehe ich halt schön rüber ins Parkhaus hinterm Bahnhof, da ist ja ein schönes großes, da sind da meistens Plätze frei, auch vorne dran, auf dem Platz. Aber wo ich bei Ihnen bin, wir werden sehr sorgfältig diskutieren müssen, habe ich ja vorher auch gesagt, ob man eben noch irgendwo zentrumsnah Parkplatzmöglichkeiten schafft, zum Beispiel durch ein weiteres Parkhaus. Und das zweite Thema, dann soll es aber im Detail bleiben, soll denn die Stadt sagen, uns ist egal, dass das subventioniert ist, wir bieten diese Parkplätze kostenlos an, oder dürfen sie bewirtschaftet sein, auch wenn sie dann trotzdem nicht
deckungsbeitragend sind. Auch das ist eine Diskussion. Es gibt Städte, die bieten 2-3 Stunden kostenloses Parken in stadtzentrumsnahen Parkhäusern an. Und nur wer länger parkt, muss dann zahlen. Und es gibt andere Städte, wo man schon von der ersten Minute an auf jedem Quadratmeter, den man beparkt, bezahlen muss. Auch das wird bestimmt Thema sein. Und auch da, wissen Sie, gibt es im Gemeinderat auch logischerweise unterschiedliche Stimmungen und Strömungen und Meinungen dazu. Aber das sind die Themen. Und das ist emotional wichtig. Und da werden wir uns viel Zeit nehmen, Herr Michelbach. Und wir wissen, Sie sind ein streitbarer Mitbürger, der da auch seine Meinung einbringt. Und da freuen wir uns auf den weiteren Dialog. Vielen, vielen Dank. Auch schon mal für die Diskussionsfreude, nur noch mal der Verweis, im Sinne, schreiben Sie wirklich alles auch auf, dass wir die Themen aufgreifen können, dass wir auch schauen können im Prozess, wie viel Zeit können wir für was dann auch einplanen, und auch da wiederum die Anmerkung natürlich, es ist gut, dass es Interessenunterschiede gibt, die Sache ist immer so, wie kann man miteinander ringen, damit man ein schönes Konzept auch tatsächlich entwickelt, und dafür braucht man natürlich die richtigen Fragen, und wir haben jetzt eine Frage, auch live vom Sofa, und Ulrike Dathan würde ich mal bitten, vielleicht die kurz vorzulesen. Und was wünscht sich die Person vom Sofa? Genau, das Thema Verkehr scheint auch die Zuschauer vom Sofa zu interessieren. Wir haben hier eine Frage aus dem Stadtteil Edelfingen erhalten. Ich lese die mal vor. Die Theobaldstraße in Edelfingen ist wegen des hohen Verkehrsaufkommens in einem miserablen Zustand. Es gibt hier nur teilweise Fußgängerwege und ist während des Berufsverkehrs lebensgefährlich. Wir wollen eine verkehrsberuhigte und nur für Anlieger freie Theobaldstraße. Jetzt die Frage dazu, ist eine Verkehrsberuhigung in den Ortsteilen angedacht oder auch möglich? Ein eindeutiges Ja, sowohl angedacht als auch möglich. Die Frage, wann und wie, hängt natürlich davon ab, wie man das gesamt gestaltet. Die Edelfinger, die da sind, wissen das. Der Ortsvorsteher, ein fleißiger Verfechter der Interessen. Wir würden uns alle am liebsten für Edelfingen eine Umgehungsstraße wünschen, weil sowohl die Durchschneidung der Bundesstraße als auch die Theobaldstraße als Ausweichweg vom PKW bis zum LKW ins Industriegebiet runter, das ist das Kernproblem der Verkehrsproblematik in Edelfingen. Und da müssen wir ran, das ist ein schwerer Brocken. Ob es eine gute Zwischenlösung ist, einfach das Ding verkehrsberuhigt zu gestalten, halte ich für durchaus charmant. Man muss halt gucken, wie kriegen es die Firmen hin, dass ihre LKWs runterkommen können ins Industriegebiet. Aber dazu hat man ja die Bundesstraßen und braucht keine so eine Nebenstraße, nenne ich sie mal, die sich zur heimlichen Durchgangsstraße entwickelt. Also das ist ein hochempfindliches Thema, eines der wichtigsten, das wir lösen werden müssen. Super. Vielen, vielen Dank für die Beantwortung der Frage und natürlich auch sozusagen live nach Hause aufs Sofa. Vielen Dank fürs Fragestellen. Und mit Blick gerade in den Raum und mit Blick auf die Sofas, die Einladung an Sie. Heute ist jetzt der erste Dialog jetzt, da noch weitere Folgen werden. Die Bitte an Sie, nutzen Sie die E-Mail-Adresse, die Sie haben, steck@bad-mergentheim.de, und nutzen Sie es, geben Sie uns gerne auch Rückmeldungen, Anregungen, und natürlich sind Sie eingeladen, sich auch in dem Prozess weiter zu beteiligen. Nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön fürs Fragenstellen, fürs Diskutieren. An Herrn Glatter, vielen Dank fürs Beantworten der Fragen. Und wie geht es im Prozess jetzt weiter mit dem Stadtentwicklungskonzept? Was sind die nächsten Schritte? Leonie Franzen. Ein Stadtentwicklungskonzept, der Prozess bis zum Ergebnis, gliedert sich im Prinzip in 3 Schritte. Das eine ist die Erhebung der ganzen Grundlagen. Das ist im Prinzip das Sammeln, das Vorortgehen, sich das Anschauen und das Ganze analysieren und natürlich auch zu gucken, wo sind Stärken, wo sind Schwächen, wo sind daraus resultierende Chancen, wo ergeben sich gegebenenfalls auch Risiken, wo ist das, womit wir weitermachen können und müssen. Die zweite Phase, das ist der Dialog. Zum einen insbesondere mit Ihnen als Einwohner, aber eben auch dann in Folge mit den politischen Gremien, mit dem Gemeinderat. Begleitet wird dieses Ganze von der Lenkungsgruppe, mit der sind wir seit Mai im aktiven Austausch. Die waren auch bei der Ortsbegehung mit dabei. Auch sie haben sich das vor Ort angeschaut und haben von den Ortsvorstehern auch einen guten Input gekriegt. Da auch nochmal herzlichen Dank an die Ortsvorsteher. Für mich und meine Kollegin kann ich sagen, wir sind wirklich mit wesentlich mehr Wissen nach Hause gegangen. Wir haben auch Ansätze gekriegt, wo wir sagen, okay, da sind so 2-3 Punkte,
Da müsste man noch mal genau hinschauen. Wir haben viele Gemeinsamkeiten mitgenommen, manche Unterschiede, aber viel, viel Potenzial für den weiteren Weg. Denn Abschluss bildet die Konzeption. Von der werden Sie aktiv erstmal nicht mehr viel mitbekommen, weil das heißt Pläne zeichnen, schreiben, überprüfen, ist man auf dem richtigen Weg, hat man das wirklich jetzt alles zusammen, zurückspielen in den Lenkungsgruppe, in den Gemeinderat und dann am Ende eine hoffentlich nicht zu dicke Broschüre rauszubekommen, in der die wesentlichen Punkte zusammengefasst sind und die keine Beschreibung des Status quo ist, sondern sie halt wirklich dann auch für 2035 fit macht und dorthin bringt. Was kommt als nächstes? Für Sie wichtig, wir sind heute hier beim Auftakt für den Bürgerdialog und es folgt am 26. September die erste Bürgerwerkstatt und dann am 17. Oktober die zweite Bürgerwerkstatt. Corona hat uns leider durch die Zeitplanung einen kleinen Strich gemacht. Wir hätten nämlich eigentlich die Auftaktveranstaltung und auch die Bürgerwerkstätten schon eher vor der Sommerpause, vor den Ferien gerne gehabt, aber da musste erstmal die Lösung gefunden werden, wie wir das denn hinbekommen. Und damit bin ich fertig und wir haben noch mal eine Frage. Die spannende Frage jetzt auch von uns natürlich, Stichwort Bürgerwerkstatt, wir möchten mit Ihnen natürlich weiter im Prozess bleiben, sehen wir uns wieder? Stimmen Sie ab, sehen wir uns wieder, kommen Sie mit dabei. Es gibt eine Wortmeldung, bitteschön, ist es eine Bekundung von, dass Sie wiederkommen? Bitte nehmen Sie das Mikro, die anderen gerne schon mal auch abstimmen. Also bevor Sie jetzt die Schlussrunde einreichen, ich habe von Bachbach eine Meldung bekommen, die haben online was reingeschrieben, aber sind nicht zu Wort gekommen, deswegen würde ich die Frage einfach vorlesen. Guten Abend, wir haben bisher nur von der Kernstadt Inhalte gehört, was bleibt den Teilorten von der Landesgartenschau, wie profitieren die Teilorte davon oder dürfen wir wie immer nur arbeiten? Sind Sie zeitmäßig noch so flexibel, dass Sie die Frage beantworten könnten? Dann nehmen wir die gerne auf und genau, dann Dankeschön fürs Weiterleiten und Herr Klatter, bitte. Erstens Landesgartenschau-Bewerbung. Dort ist ein Gesamtkonzept, wo vor allem die Mobilität auch für die Teilorte Richtung Kernstadt verbessert werden soll. Und der zweite Punkt als Geschenk der Stadt zum BAI-Programm einer Landesgartenschau, die sich im Kern schon mit der Frage beschäftigt, wie man in der Innenstadt mehr Umweltthemen umsetzen kann, haben wir ja für alle Teilorte den Prozess einer Ortskernentwicklung spendiert. Und ich glaube, wer bei der Rundgang dabei war und sieht, dass auch die Steg das aufgegriffen hat, dass wir bei jedem einzelnen Ortsteil, die Frau Franzen hat es vorher gerade angesprochen, gucken wollen, was gibt es da an Spezialthemen, die es sich dort lohnen voranzutreiben und was gibt es an Gemeinsamkeiten. Und Gemeinsamkeiten sind die Funktionen, die man vor Ort haben will und die man aber auch dann dankbar ist, dass man sie in der Kernstadt hat, diese Vermengung hinzukriegen. Und da glaube ich, dass die Teilorte sehr gut mitgenommen sind und das gilt selbstverständlich natürlich auch für den stolzen Teilort Bachbach. Vielen, vielen Dank für die Frage und genau die Einladung. Sie bleiben Sie gerne schon mit vorne mit dabei. Die Einladung an Sie, stellen Sie weiter Fragen, nehmen Sie gerne dann auch die Themen mit auf. Die Leitungen sind scharf und wir schauen auch gerade hier, sehen wir uns wieder. Wir haben jetzt eine Nein-Stimme. Wir gehen jetzt nicht so weit und schauen, woher diese eine Nein-Stimme kommt. Was uns aber riesig freut, ist natürlich, und Herr Klatter, widersprechen Sie mir gerne, aber die 24 Ja-Stimmen, die wir hier sehen, wir freuen uns darauf, in den Dialog zu gehen, alle zusammen dann in der Bürgerwerkstatt auch die Themen zu bearbeiten, neue Themen auch aufzumachen. Gebe ich Ihnen das Schlusswort dann auch. Wie geht's weiter? Was nehmen Sie mit? Was ist Ihr Eindruck? Gerne das Wort an Sie. Ja, vielen Dank. Ich will jetzt nicht der sein, der die Zeit zu weit nach hinten drängt, aber mir liegt es wirklich am Herzen, Ihnen, die Sie heute da sind, nochmal ein ganz großes Dankeschön auszusprechen. Es war nicht einfach, es war ja erwähnt worden, wir hätten diesen Auftakt schon vor Monaten machen wollen. Es kam Corona dazwischen, dass Sie trotzdem gekommen sind. Trotz des Wissens, man muss sich anmelden und mit Maske zum Platz gehen. Die ganzen Themen, die es etwas umständlich machen, sich im Moment zu treffen, danke dafür. Auch für den zweiten
Datenpunkt, statt dass jetzt große Tafeln außenrum stehen, wo man viel draufschreiben kann und wo man mit irgendwelchen Buttons und Zeichen dann Meinungen austauschen kann, sitzen sie entweder, weil sie zu zweit gekommen sind, zu dritt, halt gemeinsam als kleine Insel und ansonsten einsam auf dem Stuhl und gucken sich das Ganze da an in einem halbleeren Raum, der deswegen voll wirkt, weil mehr Plätze dazwischen als große Rennstrecken frei sind, als dass man miteinander kommunizieren könnte. Ja, und ich gebe zu, überall dort, wo wir Bürgerbeteiligung brauchen, wo Kommunikation notwendig ist, ist das auch im Moment die größte Herausforderung in der Organisation. Deswegen danke. Und ich hoffe, Sie nehmen so viel Input mit, dass Sie sagen, Mensch, jawohl, es geht um unsere Stadt, es geht um unsere Zukunft, unseren Lebensraum, all die Themen, die wir gehört haben, da wollen wir mitmachen. Dazu herzliche Einladung. Und deswegen auch danke an jene, die sich virtuell eingebracht haben, inklusive der Hilfe aus Bachbach für eine virtuelle Sache, die wir übersehen hatten. Da ist dann das gute alte Handy dann doch eben auch hilfreich. Und ich möchte denen, die diese Veranstaltung vorbereitet haben, aber den ganzen Prozess in die Wege geleitet haben, ebenfalls ein großes Dankeschön aussprechen, den Mitwirkenden. Wer dann will, kann heute Abend auf unserer Homepage das Video dieses heutigen Abends sehen. Da kann man das nochmal ein bisschen Revue passieren lassen, was wir hier jetzt gerade gesehen und besprochen haben. Die weiteren Termine sind genannt, der 26. September und der 17. Oktober, als die beiden Bürgerworkshops, die Werkstätten, in denen wir nochmal all diese Themen vertiefen wollen und wo dann auch hoffentlich durch den Input von heute viel mehr Menschen noch dazukommen aus unserer schönen Stadt und für unsere schöne Stadt. Vielleicht eins dann doch noch, gerade die Besorgnisse der Teilorte. Als Oberbürgermeister spreche ich immer bewusst von der Stadt und ihren Teilorten. Aber wenn der Oberbürgermeister von Bad Mergentheim spricht, dann meint er die Gesamtstadt, dann meint er die Gemarkung mit allen 13 stolzen Ortschaften als Teilorten und den 4 kleineren Ortschaften dazu, die ja auch noch dazugehören und halt bei den 13 Teilorten untergestuft sind. Wir reden als Gesamtstadt und da darf ich doch den altvorderen Oberbürgermeister Vorverfolger Dr. Mauch zitieren: Die Kernstadt ist ohne die Teilorte nichts. Aber nur, wenn es der Kernstadt gut geht, geht es auch den Teilorten gut. Und dieses sowohl als auch, das möchte ich auch in den Mittelpunkt einer solchen Stadtentwicklungsstrategie schreiben. Es geht weniger um ein Entweder-Oder. Es geht um sowohl als auch in den Maßen, wie sie für unsere Größe sinnvoll sind und wie wir sie uns leisten können. Und deswegen Schlusssatz, Stadtentwicklungskonzept. Ja, wir haben vor Jahren die Chance genutzt, das Wachstum, das uns organisch zugeflossen ist, warum auch immer, vor allem durch Ansiedlung von Konzernen, und da war die Wirtansiedlung natürlich das Entscheidende, weil der heute mit über 1600 Arbeitsplätzen der größte Arbeitgeber in Bad Mergentheim ist, hat uns Zuwachs gebracht, aber auch die anderen Firmen, übrigens auch die Sozialeinrichtungen wie Caritas-Krankenhaus und sowas, sind alle gewachsen, auch mit Personal. Und deswegen haben wir Bevölkerungswachstum. Und ich möchte Sie einladen, in der Stadtentwicklung diesen Prozess weiterzuführen. Das Ziel 25.000 Einwohner, das wollen wir bis 25 vielleicht erreichen. Wir dürfen auch gerne in ein Konzept bis 35 reinschreiben, dass es wahrscheinlich auch noch ein paar mehr werden, weil Einwohner sind kein Selbstzweck, damit man eine Größe hat. Mehr Einwohner bedeuten im ländlichen Raum die Sicherung von Infrastruktur, weil man sie sich leisten kann. Und das ist das Geheimnis, warum wir Oberbürgermeister und auch die große Mehrheit des Stadtrats mit voller Überzeugung dafür arbeitet, dass wir strukturiert wachsen, sowohl Verdichtung in der Kernstadt als auch neue Baugebiete, auch Ansiedlung von Gewerbe und weiteres Wachsen im Kurbereich, im Gesundheitsbereich. Das Wort Wachsen ist ein bisschen in Verruf gekommen, aber ich glaube, wenn man das qualitativ nimmt und mit sinnvollen Inhalten füllt, dann ist ein tolles Zukunftsprogramm, damit wir auch für unsere nachfolgenden Generationen ein schönes Bad Mergentheim mit all seinen Ortschaften hinkriegen. Dazu nochmal Dank, dass Sie heute Abend da sind. Alle, die jetzt nicht persönlich angesprochen worden sind, mögen sich besonders herzlich begrüßt und verabschiedet fühlen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, egal wo Sie sich noch aufhalten in dieser schönen Stadt, im Kurpark und wo wir auch immer jetzt noch spazieren gehen. Und wir sehen uns dann spätestens am 26.09. Aber vielleicht nehmen Sie auch die Gelegenheit wahr, eine der vielen Veranstaltungen vorher zu besuchen, die wir zu den verschiedenen Themen haben, von der Verkehrsentwicklung über den Lärm bis zu, und jetzt kommt's, Gemeinderatssitzungen. Die haben nämlich einen schönen öffentlichen Teil, die
Menschen des Gemeinderats tagen alle 4 Wochen mit Sondersitzungen dazwischen, auch mal zwischendrin. Und wer da nicht genug davon hat, auch die Ausschusssitzungen haben meistens einen öffentlichen Teil vorne dran. Dann gibt es noch Sondersitzungen. Wer also Lust hat, kann sich ins politische Geschehen dieser Stadt mit vielen Terminen einbringen. Herzliche Einladung, aber für heute danke, dass Sie da waren. Danke an die Auswärtigen, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben. Und jetzt Ihnen allen einen schönen Abend nach dieser Auftaktveranstaltungen mit Daumen drücken für den Montag, damit unsere 8 Vertreter des Landvolles davon überzeugen, dass es dieses Mal auch wirklich klappen muss mit einer Landesgartenschau. Herzlichen Dank.